I'll try my best. Hope that helps. Bericht des Valera-Kapitäns. Atello, ich schreibe nicht im Namen der anderen Kapitäne eurer illustrierten Flotte, aber ich hoffe, ihr versteht, dass meine Stimme immer noch die ihre ist, auch wenn sie stolz sind, eine Klage zu erheben. Ihr und ich, wir kennen uns zu lange, um unsere Gedanken voreinander zu verstecken. Ich weiß, dass das Geld knapp ist und dass ihr nicht ausgeben könnt, was ihr nicht besitzt. Aber der Einfall der königlichen Todesfeuergesellschaft und die Kühnheit der Prinzipi haben nicht dafür gesorgt, dass die Gewässer zwischen den Republiken und dem Todesfeuer ruhiger werden. Unsere Schiffe sind ramponiert und zerbeult, fast nicht zu erkennen, da sie mit dem Treibgut unserer besiegten Feinde gepflegt wurden. Wir helfen uns mit dem wenigen, das uns zur Verfügung steht, aber es ist eine erschöpfende und hoffnungslose Lebensweise. Sendet uns das Geld für die Reparaturen oder wir werden von Bord gehen und das nächste Schiff, auf dem ich Kapitänin bin, wird nicht das Segel eurer Familie tragen. Bitte, mein Freund, Kapitän Baravas. Ja. Gucken wir mal, was wir sonst noch finden. Oh, da war eine Falle. Ja, das war nicht so gut, dass da eine Falle war. Tja, die Gäste sind kein bisschen traktiert, das ist auch gut. Jetzt müssen wir uns noch mit dem Badat, mit den Artellos unten an. Nicht Artellos. Wie auch immer sie nochmal heißen. Unten anlegen. Es wird nicht schön. Hi, Jungs. Valeras. Ja, ein Valera Zaubermacher. Und damit sind alle weg. What can I do you for? Ja, ihr Problem war, sie waren nicht ordentlich ausgerüstet. Hier ist doch jemand rumgeschlichen. Just a moment, please. There you go. Keep it down. Oh nein, so kann ich keine Fallen sehen. Oh, Schiffsreparatur und Kanonenkugeln. Ach ja, stimmt. Ich kann ja mehr Reparaturvorräte, sehr viel mehr Reparaturvorräte tragen. Du warst... Ach ja, du warst der Arsch. Das habe ich bereits geplündert. Das kann ich noch plündern. Oh. Die Kiste, lass da noch plündern. Hope that helps. Okay. Just a moment, please. It's no trouble. So, und das hier. Gut, mal gucken, was die anderen jetzt zu sagen haben, nachdem ich dieses Haus leergeräumt habe. Und mit leergeräumt meine ich, ich habe eine ganze Familie und damit auch ihr Vermächtnis über den Jordan geschickt. Und ja, ich will mir in dieser Aufnahmesession definitiv noch unser Schiff ansehen. Auch wenn wir ein noch größeres kaufen können, denke ich... Naja, ich werde es kaufen, um das Achievement zu kriegen, aber ich werde...
nicht wirklich es benutzen. So. Navigating a feud is an exercise in subtlety. You must not have known this. Durch eine Fehde zu manövrieren ist eine Übung in Raffinesse. Das wird ja wohl nicht das war dir wohl nicht bekannt. Elisabeth blickt von einem Dokument auf. This kind of unjustified slaughter only sours the Huana against us. Sidus sagte, Schlachten dieser Art bringt nur die Huana gegen uns auf. Ich dachte, dass du dankbarer wärst. Why would that be the case? Warum sollte ich das sein? Sie musste dich mit bösem Blick. Excuse me. I must see to legitimate business. Okay. Wie sieht das eigentlich bei mir jetzt aus? Hier hat sich nichts geändert. Hier habe ich auch nirgends Minus gemacht. Nö, sieht eigentlich alles noch gut aus. Nur bei denen bin ich komplett im Minus. So. Das heißt, wir können auf unser Schiff und können uns das noch ansehen und in Richtung Port Marge segeln. Weil ich brauche noch mehr Mannschaftsmitglieder. Oh. Die Kataka-Wache. Und die Kasa hat euch Fremde gewarnt. Was sagen Sie damit, Badato? Die Huana-Wache starrt Isali mit ungerührtem Gesichtsausdruck nieder. I confess. I take full responsibility for the death of Atello Valera. Ich gestehe, ich übernehme die volle Verantwortung für den Tod von Atello Valera. Sie stellt sich aufrecht hin und blickt dem Krieger in die Augen. Dann halte ich es für unwahrscheinlich, dass du jemals wieder die Oberfläche zu sehen bekommst. Sie legt den Krieger um sich herum. Zu, diese umzingeln Isali. Mutter. Bringt sie fort. Didn't take you for the romantic type, Seraphin. A tongue's got a use or four, lass. Then I'll be a right master of each. Yeah, I'm gonna pretend like I didn't just hear that. Okay, also erstmal Asche über unser Haupt dafür, dass wir das verkackt haben. Wir haben es ja komplett verkackt. Okay, eigentlich hatte ich dich nicht unbedingt für einen Romantiker gehalten, Seraphin. Eine Zunge kann auf vielerlei Weisen genutzt werden, Mädel, und ich beherrsche sie alle. Ja, ich tue einfach so, als hätte ich das jetzt nicht gehört. Gut, das haben wir auch nicht gehört. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein schönes, großes Schiff. Können über das Meer damit Nikataka verlassen. Du bereitest dein Schiff auf den Aufbruch vor. Plötzlich erscheint eine in einem Umhang gehüllte Gestalt auf dem Ladungssteg und drückt dir mit grober Gewalt ein verbranntes Buch in die Hand. Dann dreht sich die Gestalt um und verschwindet ohne ein Wort. Lesen. Das verbrannte Buch des Rechts. Der Einband dieses Foliars riecht nach Rauch. Die wenigen noch übrig gebliebenen Seiten sind zerknittert und geschwärzt. Einige Kapitelüberschriften zufolge, die den Brand schon überstanden haben, war dies offensichtlich einmal Buch uralter Gesetze. Jetzt ist es nicht mehr als nichts mehr als ein verkohltes Relikt der Autorität. You crack the spine of the old book, revealing blackened pages of dense, illegible text. The words recede into the shadows, the longer you focus on them. Du öffnest ein altes Buch, dessen Einband ächzt. Die geschwärzten Seiten sind dicht mit unleserlichem Text beschrieben. Je länger du auf die Worte starrst, desto mehr weichen sie den Schatten zurück. Suddenly, the page widens to eclipse the world around you. A dark void stretches out on all sides.
Plötzlich erweitert sich voll of choking fumes that carry dying embers and curling flakes of ash. Plötzlich erweitert sich die Seite, um die Welt um dich herum auszublenden. Eine dunkle Leere erstreckt sich nach allen Seiten. Die Luft ist voller erstickender Dünste in der verlöschenden Glut und Ascheflocken wirbeln. Hallo, ist da jemand? Etwas bewegt sich in der Finsternis. An old woman steps forward, leering down at you from on high. Her smile is toothy and cruel. Her cheeks warp around it like melted candle wax. Hallo, Voetica. Eine alte Frau schreitet vor. Sie blickt dich von oben herab an. Sie fletscht die Zähne und grinst grausam. Ihre Wangen wirken dabei wie geschmolzenes Kerzenwachs. I'm so glad that my messenger tracked you down. These days it's impossible to find good help. Ich bin froh, dass dich mein Bote gefunden hat. Heutzutage sind gute Mitarbeiter kaum aufzutreiben. Voetica. Wächter, ja. Know that these proceedings are under a banner of peace. If this was a trap, it would have already closed around you. Bevor du deine Waffe zückst, solltest du wissen, dass dieses Verfahren unter dem Zeichen des Friedens steht. Wäre dies eine Falle, hätte sie schon zugeschnappt. While Barath whispers in one ear and Eartha shouts in the other, I thought you could use a more seasoned perspective to drown out the noise. Wenn der Berath ins eine Ohr flüstert und Eotas ins andere brüllt, dachte ich mir, du könntest vielleicht eine reifere Sicht brauchen, um den Lärm zu übertönen. Du machst mich neugierig, lass uns reden. Was könntest du mir schon sagen, dass ich noch nicht gehört habe? Du hast mich also in ein feuriges Inferno geführt. War die Finte mit dem Buch wirklich nötig gewesen? Von den Göttern habe ich genug gehört, lass mich in Ruhe. Fragen wir mal, war die Finte mit dem Buch wirklich nötig? There are rules against my direct intervention, but nothing says you cannot willingly seek my counsel. Momentan gehörst du Berath. Die Regeln verbieten mein direktes Eingreifen, aber du kannst immer noch freiwillig meinen Rat einholen. Chandra and Helia toe the line of acceptable conduct from time to time, but I am nothing if not adherent to our oldest laws. Ondra und Hela halten sich hin und wieder an unsere Verhaltensregeln, aber ich glaube noch an unsere ältesten Gesetze. Du hast mich also in ein feuriges Inferno geführt. This is but a small corner of the beyond. One that I use for privacy and contemplation. When I need to get away from the endless chatter. Dies ist nur eine kleine Ecke des Jenseits. Ich nutze sie, um ungestört sein und nachdenken zu können, wenn ich dem endlosen Geplapper entkommen muss. Don't you find it unusual how open and accessible my siblings have made themselves after millennia of subdued whispers? Sie hat Humor, so sich zugeben. Findest du es nicht ungewöhnlich, wie offen und zugänglich mehr Geschwister sich geben? Nach Jahrtausenden des leisen Geflüsters schreien sie ihre Absichten ja praktisch vor den Dächern. Und ist es nicht sonderbar, dass wir uns nur in die Haare kriegen, wenn ein Sterblicher zusieht? Worauf willst du hinaus? Götter haben von Natur aus ein Flair fürs Dramatische. Ach ja, ist das so? Sag du es mir. Nehmen wir mal die zwei. In der Tat aus einer Notlage heraus, aber das ist wohl kaum der entscheidende Punkt. Hätten wir unsere glorreichen Titanen noch, hätten meine Geschwister und ich Eotas mit seinem Wüten bereits am Ende gesetzt. Wir sind zwar machtlos und können ihn nicht aufhalten, aber manche meiner Angehörigen möchten gerne beobachten, wie Sterbliche auf diese Bitterung reagieren. Sie glauben, dies wird ein Licht auf den Wert unserer Schirmherrschaft leuchten. Have we raised you well enough to be self-sufficient? Or must we return to Aeora and impose some corrective measures? Haben wir euch gut genug erzogen, damit ihr auf einem Bein stehen könnt, oder müssen wir zurück nach Aeoras und Erziehungsmaßnahmen ergreifen? Und wenn wir uns selbst beweisen können, was dann? Was dann in der Tat? Das wird davon abhängen, wen von uns ihr fragt. A cross-section of society has converged on the Deadfire. Some of my kin are of an opinion that we are meant to judge mortals on the basis of their performance.
Ein Querschnitt der Gesellschaft ist im Todesfall zusammengekommen. Manche meiner Art sind der Meinung, dass wir die Sterblichen aufgrund ihrer Leistungen beurteilen sollen. Während wir anderen unser Urteil in dieser Angelegenheit bereits gefällt haben. Man fällt ein Urteil über uns, zu welchem Zweck? Warum also habe ich bloß das Gefühl, als ob du versuchen würdest, mich von irgendwas zu überzeugen? Du willst alles unter deinem Befehl, Götter wie sterbliche Geicher maßen. Können wir jetzt hier nicht zur Sache kommen? Nehmen wir mal die zwei. But I think you'll find my intentions are more straightforward than you think. Urteil selbst, aber du wirst feststellen, dass meine Absichten einfacher sind, als du denkst. When we ascended to godhood, we did so to provide for a savage people. Our goal was to craft a society whose values were made to last. Als wir uns zur Gottheiten aufschwangen, haben wir das einem wilden Volk zuliebe getan. Unser Ziel war es, eine Gesellschaft zu schmieren, deren Werte andauern sollten. Vielleicht sogar eine Gesellschaft, in der man uns nicht mehr braucht. Ein naiver Trugschluss, aber einer, der meine optimistischen, irregeleiteten Verwandten inspiriert hat. Or if we need to revise our strategies.